Sascha ist wieder Single. Amazon-Gründer Jeff Bezos ist reichster Mann der Welt. Natalie Volk, Urteil gegen ihre Mutter ist gefallen. Mel B. Unfassbare Vorwürfe gegen Ex-Mann Steffen Belafonte. Emma Watson, Tattoo für Paar bei der Oscar-Party. Harley Hasselhoff macht jetzt ihr eigenes Ding. Alessio lässt nichts anbrennen. Mit Fotofail gegen Hater Daniela Katzenberger. Enrique Iglesias knutscht seine Tochter Tumala. Ex-Till Lindemann, Baby mit dieser ESC-Sängerin. Fotoshooting bei minus 21 Grad bei eisigen Temperaturen. Um minus 21 Grad hat die niederländische Königsfamilie ihren traditionellen Winterurlaub im österreichischen Lech am Arlberg begonnen. König Willem Alexander, seine Frau Königin Maxima und die drei Töchter Katharina Amalia, 13, Alexia, 12 und Ariane, 10, zeigten sich beim traditionellen Fototermin trotz der Kälte gut gelaunt. Die schönen Bilder sehen Sie oben im Video. Ort mit traurigem Schicksal verbunden. Das Interesse am Auftritt der niederländischen Königsfamilie war dieses Mal noch größer als in den vergangenen Jahren. Laut Angaben von Lechzis Tourismus hatten sich mehr als 60 Fotografen akkreditiert. Der Fototermin soll dafür sorgen, dass die Royals den Rest der Zeit unbeobachtet von Kameras verbringen können. Willem Alexander ist in diesem Jahr bereits zum 5. Mal als König in Lech. Seinen Winterurlaub hat der heute 50-Jährige bereits seit seiner Kindheit jedes Jahr in dem Vorarlberger Wintersportort verbracht. Seit 1959 ist die königliche Familie jedes Jahr etwa zwei Wochen lang am Arlberg zu Gast. Dabei ist der Ort mit einem traurigen Schicksal verbunden. Der Bruder des Königs, Prinz Friso, verunglückte hier 2012 beim Skifahren.